Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, der Cornel, und ich begrüße euch zu Mario Kart 8 in der Hashtag MK8 Cornel Edition. So, und damit fangen wir auch jetzt direkt Ome und Ome? Das Wort Ome gibt es, glaube ich, nicht. Ohne Umschweife. Es ist schwierig, es ist schon spät, entschuldigt das, es ist sehr spät. Entschuldigt das, ja. Wir fangen ohne Umschweife an. Der Mr. Monster, @MrMonsterOO, hat gefragt, Hashtag MK8 Cornel, musstest du oft im Haushalt helfen? Ja. Ja, doch. Also, es ist ja so, ich habe ja 4 Geschwister, das bedeutet, wir sind 5 Kinder und da stand natürlich immer sehr, sehr, sehr viel Arbeit an. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. 5 Kinder groß zu ziehen, ist eine Leistung, vor der ich allergrößten Respekt habe. Noch dazu kommt, dass meine Eltern ja auch noch ein Haus gebaut haben. Das bedeutet, wir sind auch noch in einem wunderschönen Haus aufgewachsen. Also, als ich 10 war, haben wir gebaut. Und dann danach bin ich dann auch noch in einem wunderschönen Haus aufgewachsen. Und wir hatten einen Garten, also einen schönen, wir haben einen relativ... Ein großes Grundstück ist jetzt übertrieben, ne? Ist halt so ein ganz normales Grundstück. Haus ist auch noch nicht abbezahlt, wird noch locker flockig abbezahlt. Auf jeden Fall, ja. Also sehr, sehr viel Arbeit, ja, für meine Eltern. Das muss man sich halt einfach auf der Zunge zergehen lassen. Und natürlich waren wir da auch gefragt, wir Kinder. Und ich muss mich schuldig sprechen. Ich war nicht immer... Meine Mama wird das nicht gucken, aber Mama, hier, deep from my heart. Ich war nicht immer korrekt da wahrscheinlich und habe nicht immer so geholfen, wie man hätte helfen sollen. Das kann ich jetzt so mit meiner Lebenserfahrung heutzutage natürlich sagen. Aber trotzdem musste ich schon viel helfen. Ich war immer dran mit Rasenmähen, also ich musste fast immer Rasenmähen und dann so Sachen wie Grünabfall wegbringen oder auch mal Altglas, wenn es halt mal anstand. Oder all solche Sachen, das hat mich auch immer richtig genervt. Altpapier wegbringen. Alter, das ist so nervig, ne? So unfassbar nervig. Naja, was hat man nicht alles gemacht? Dann im Haus, ne, Frühstückstisch. Ich habe immer Frühstückstisch gedeckt, da hatte ich sogar Spaß dran. Da habe ich immer Eier gekocht. Das war immer, also so eine Zeit lang hatte ich da immer Spaß dran. So mit 15, 16 oder so habe ich immer am Wochenende den Frühstückstisch gedeckt und so. Das war gar nicht so schlimm. Aber dann abräumen, weißt du? Abräumen ist so schlimm. Ist viel schlimmer als decken. Ich weiß nicht warum. Ja doch, ich weiß warum. Da muss die Spülmaschine einräumen und natürlich, weißt du, du sitzt halt am Frühstückstisch und isst schön und dann kommt irgendwann so, ja, ich heiße ja Tom, ne, angenehm. Tom, räumst du heute mal den Frühstückstisch ab? Und du weißt schon, scheiße, hundertprozentig ist die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Hundertprozentig ist sie nicht ausgeräumt. Hundertprozentig ist sie sauber und ist noch voll. Und du denkst nur so, okay, lass dir nichts anmerken, Junge. Und im zweiten Satz kommt dann natürlich das, worauf du die ganze Zeit gewartet hast. Und das dreckige Geschirr, das kannst du dann auch direkt in die Spülmaschine einräumen. Natürlich kann ich das! Und weißt du was? Weil die Spülmaschine ja nicht ausgeräumt ist, kann ich sie erstmal ausräumen, bevor ich sie dann einräumen kann. Boah, das hat immer genervt, ey. Auch nach dem Mittagessen und so. Also solche Dinge haben immer genervt. Ansonsten, also so irgendwie putzen oder so musste ich nicht. Ich musste halt so Sachen wie gesagt, Tisch decken, Tisch abräumen, Altpapier wegbringen, Grünabfall wegbringen, all solche Dinge, das waren immer so die Sachen, die ich oder auch meine Geschwister dann machen mussten. Das wurde immer so ein bisschen staffelstabmäßig durchgereicht. Irgendwann war meine Schwester dann so alt, dass sie ihr eigenes Leben gelebt hat, so mehr oder weniger. Und dann musste es halt immer der nächst kleinere machen. Und ja, das war immer so ein bisschen. Aber wir haben immer alle geholfen. Es gab aber sehr oft Streit. Sehr oft wurde es laut, weil natürlich, ne, du wirst gerufen, Tom, kannst du mal kurz das Altpapier wegbringen? Und was kriegen deine Eltern für eine Reaktion? Oh, und dann immer die Hutschnur schon immer auf 180, so, hier kann man nicht, weißt du, hier wird nie geholfen, ohne ein Stöhnen. Meine Eltern hatten recht, es war nicht gut von mir. Ey, ich entschuldige mich, ja, ey, sorry,
Das war nicht okay. Gut. Machen wir weiter. Der Mr. Monster hat noch eine Frage gestellt. Und zwar, welche Spiele sind bei dir gerade auf den Top 5? Und das kann ich gar nicht so krass beantworten. Kann ich nicht. Also, auf der 1 ist Isaac. Auf der 2 ist Super Mario 64 wahrscheinlich. Und... ja, da hört es dann auch schon wieder ein bisschen auf. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Top 5. Mir würde da jetzt nichts einfallen. Klar, solche Sachen wie, also solche alten Dinge wie Siedler, Anno, all solche Dinge, sind natürlich Spiele, die man sehr gerne gespielt hat und die ich halt sehr gerne gespielt habe und die so zu meinen All-Time-Favorites gehören, aber ich habe die ja... ich würde die auch nicht so... also, ja, wie soll ich da jetzt eine vernünftige Ordnung reinbringen? Das ist halt so... weiß ich nicht. Mein Lieblingsspiel momentan ist Isaac. Und mein zweitliebstes Spiel ist Super Mario 64. Und Super Mario World natürlich auch. Aber, ja, das ist halt schwierig. So, momentan ist Isaac mein allerliebstes Lieblingsspiel. Ja. Und dann habe ich halt drei Spiele. Und Top 5... ja, ich mag halt viele Spiele, aber es ist halt auch so, dass ich viele Spiele oft nicht spiele, warum auch immer. So zum Beispiel Pro Evolution Soccer würde ich gerne mal wieder spielen, aber habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, weil ich habe keine Zeit. Habe keine Zeit dafür. Oder ich spiele halt Isaac. Ja, aber mein allerliebstes Lieblingsspiel ist momentan Isaac, muss ich sagen. Ich gucke jetzt in letzter Zeit sogar die Parts von Northern Lion. Der lädt immer zwei am Tag hoch und... der ist schon bei Part 380. 350 Videos habe ich da, glaube ich, noch nicht gesehen. Also da kann ich, habe ich noch unendlich Isaac-Material, was ich mir angucken kann. Und Northern Lion ist ein richtig cooler Typ. Ich mag den voll gerne. Ich bin immer so selbst mit mir am Zweifeln, ob ich hundertprozentig verstehe, was er sagt. Aber ich verstehe, was er sagt. Also ich verstehe das sehr gut eigentlich. Was bei mir so bei englischen, also das sind jetzt englische Videos dann in dem Fall, was mir bei diesen englischen Videos dann immer aufgefallen ist oder immer auffällt ist, dass ich so im Nachhinein, ich habe so eine Grundstimmung zu dem Ganzen, also ich weiß, worüber er geredet hat und so, aber ich könnte es, glaube ich, nicht so richtig zusammenfassen, weil ich das alles so, ja, ich könnte das nicht zusammenfassen, glaube ich, aber vielleicht, er redet ganz viel über Spiel, vielleicht ist es auch normal, so, weil vielleicht ist es von der Sprache unabhängig. Aber ich verstehe das Englisch sehr gut. Ich kann ja auch Englisch. Ne? Das ist eine andere Sache, die mich sowieso unfassbar stört. Aber die wurde nicht gefragt. Also reden wir über die Englisch und YouTube und so. Reden wir nicht drüber. Wobei, vielleicht kommt gleich eine Frage, wo ich das ansprechen kann. Ich habe da irgendwie sowas gesehen. Machen wir erstmal weiter. Und zwar machen wir weiter... ganz kurz mit dem @NintendoPilz, #MK8Kornel. Welche Spiele wünschst du dir für die E3 in diesem Jahr? Ja, NintendoPilz, da erwischte mich auch wieder auf dem falschen Fuß. Ich erwarte, oder ich wünsche mir gar nichts. Wirklich, ich wünsche mir einfach gar nichts. Ich habe alle meine Hoffnungen aufgegeben. Die Spiele, die ich feiern würde, die werden nicht kommen, wahrscheinlich. Und wenn sie kommen, dann bin ich auch, weißt du, ich bin jetzt auch ein bisschen pumpig. Und egal, was da jetzt kommt, die können mir einen Super Mario Teil 2 dahinstellen. Ich bin beleidigt, dass es so spät kommt. Also, sie werden mir keinen Super Mario 64 Teil 2 dahinstellen. Weil angeblich, so wie ich jetzt gehört habe, kommt kein 3D Mario mehr. Weil wir haben ja Super Mario 3D World. Top. Also wie gesagt, soweit ich gehört habe, kommt da nichts mehr. Wie gesagt, es ist mir egal, was da kommt. Ich freue mich, wenn endlich mal etwas kommt, was wirklich richtig geil ist. Weil das hat mir in den letzten Jahren der Wii U ein bisschen gefehlt. Ich weiß, ihr habt da alle 500 Millionen Spiele. Es gibt alles für euch und so, aber für mich nicht. Und das, was ich mir wünsche, das habe ich schon tausendmal erwähnt. Wenn davon irgendwas kommt, wie gesagt, dann freue ich mich. Mario Strikers, dies, das, jenes. Aber, ja. Ich bin da jetzt erstmal
Ich wünsche mir nichts, ich erwarte nichts, ich werde auch nicht gehypt sein. Weil es wird dann auch eben, alles was auf der E3 angekündigt wird, wird bestimmt noch ewig dauern, bis es dann kommt. Selbst wenn sie da den Shit ankündigen, dann muss ich doch eh wieder warten. Nee. Ist vorbei, aus, Ende. So, ich weiß gar nicht, wann die E3 ist, interessiert mich auch nicht. So, machen wir weiter mit einer sehr interessanten Frage von Sola, @Sola4883. #MK8Cornel, glaubst du an ein Leben nach dem Tod und was denkst du passiert dann? Das ist eine sehr interessante Frage, die natürlich auch ein wenig Tiefgang braucht. Nein, keine Ahnung. Um mal ernsthaft darüber zu reden, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise, ich glaube schon an ein Leben nach dem Tod, weil wir Menschen alles, wir sind Energie. Wir Menschen sind Energie und diese Welt besteht aus Energie. Alles ist Energie eigentlich. Deswegen können wir auch so gut miteinander kommunizieren irgendwie. Weil wir Energie sind und wir können quasi, man kennt das vielleicht, dass man mit einem Menschen so, man fühlt sich wie, als wäre man eins. Das ist einfach, weil wir körperlich natürlich nicht verschmelzen können, aber ich bin fest davon überzeugt, unsere Energien können quasi für uns irgendwie so verschmilzen, dass wir eins sind. Und man denkt so, ey, diesen Menschen kenne ich schon mein Leben lang, obwohl man ihn gerade erst kennengelernt hat. Und das ist aber, glaube ich, eine relativ normale Sache. Und ich glaube, so funktioniert auch der Tod. Denn wenn wir tot sind, sind wir zwar nicht mehr körperlich anwesend, aber irgendetwas von, also wir können nicht verschwinden. Wir können nicht verschwinden. Es gibt zwar tote Energie und von dem her können wir vielleicht auch irgendwann unrelevant werden. Aber in irgendeiner Form werden wir auf jeden Fall auf dieser Erde bleiben. Und ich weiß nicht so genau, ob es, manchmal habe ich so die Vorstellung davon, dass man einfach wieder in irgendeinen Körper reingeworfen wird und dann halt wieder, ja, quasi ein neues Leben führt. Weil man muss sich auch mal überlegen, das ist jetzt gerade voll Gehirnkonstrukte und mein Kopf macht gerade voll die Fantasy-Abschweifen und so, aber nur mal so, also angenommen, was ich persönlich immer komisch finde, wenn ich darüber nachdenke, also wenn ich mir einen anderen Menschen angucke, dann finde ich das immer unfassbar komisch, weil es auf eine Art und Weise ist es schon ziemlich creepy, weil die Sicht, die du hast, aus deinen Augen heraus, du siehst deine Stirn nicht, du siehst deine Backen nicht, deinen Mund nicht, dein Kinn nicht. So, das ist so eine Wand, weißt du, wenn du einen anderen Menschen anguckst, dann siehst du diese Wand. Und wenn du aber von dir aus guckst, dann siehst du diese Wand nicht, dann ist da nämlich gar keine Wand. Und irgendwie, man guckt halt aus seinem Gesicht quasi, man guckt nach draußen und wieso soll ich nicht irgendwann bei jemand anderem rausgucken? Versteht ihr so? Keine Ahnung, das ist jetzt gerade ein bisschen creepy, aber das ist immer so eine Sache, die ich habe mir mal vorgestellt bei anderen Menschen, wie deren Sicht ist. Weil meine Sicht ist ja von mir aus immer so raus. Wie gesagt, man guckt bei mir raus. Also ich gucke von mir aus raus. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie das bei den anderen Menschen ist. Und ich konnte es mir nie vorstellen. Und vielleicht kann man einfach quasi so einen neuen Platz hinter einer Stirn besetzen. Und man guckt wieder raus. Vielleicht bin ich auch nur Zuschauer meines eigenen Lebens. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß das doch nicht. Auf jeden Fall glaube ich daran, dass wir auf jeden Fall nicht verschwinden. Und das ist das, was ich immer sage. Ich finde, den Tod ist generell eine relativ, es ist halt immer ein bisschen schwierig, weil natürlich ist man traurig und man trauert. Und wenn ich mir vorstelle, dass Menschen aus meiner Familie mich irgendwann mal verlassen, dann ist es eine ziemlich, ziemlich traurige Vorstellung. Und ich möchte das einfach, ich will es am liebsten nicht erleben, aber ich muss es erleben. Irgendwann, wahrscheinlich, außer ich sterbe zuerst, keine Ahnung. Aber Trauer ist etwas komplett Natürliches, das muss auch sein, damit man damit umgehen kann. Aber, und mein Papa sagt das auch immer,
Am schwierigsten haben es immer die Leute, die zurückbleiben. Und das ist eigentlich doof, weil der tot ist, der hat es geschafft. So, der hat seine Ruhe, weißt du? Der wird nicht mehr gestört beim Kacken. Und dass man dann, es gibt ja Menschen, die verlieren sich in ihrer Trauer richtig. Und solche Menschen, man kannst du meistens auch nicht helfen, weil wenn du denen dann sagst, Alter, hier, das Leben geht weiter, dann sagen die, nein, lalala. Und das Problem ist, der Mensch, der wegen dem du trauerst, der wird nicht wollen, dass du dich verlierst. Der will, dass du weiterlebst. Der Mensch, der stirbt, der will, dass du das verfickte Glück aus deinem Leben prügelst, um einfach nur freudestrahlend durch die Welt zu laufen. Also das würde ich wollen. Wenn ich irgendwann mal von dann gehe, dann will ich, dass meine Freunde und meine Familie glücklich sind, dass sie das Beste aus ihrem Leben machen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn ich irgendwann tot bin, dass jemand vor Trauer sein Leben wegwirft. Das ist ja völliger Schwachsinn. Aber das ist halt immer ein sehr schwieriger Grat, über den man da wandert, weil wie sagt man das jemandem, dass er da mal ein bisschen, wie sagst du dem das? Weiß ich nicht. Deswegen. Das ist auf jeden Fall schwierig. Das ist auf jeden Fall schwierig. Und ja, das ist auf jeden Fall schwierig. So, ich muss hier ganz kurz improvisieren, weil ich hier noch nicht fertig bin. Das ist auf jeden Fall schwierig und ich möchte das jetzt gerne noch eben vernünftig zu Ende bringen, dieses Thema. So, und deswegen ist diese Trauer halt immer schwierig. Wenn ich irgendwann mal sterbe, hoffe ich, dass meine Menschen, und das ist so der Punkt, mich niemals vergessen. Weil wenn ihr mich niemals vergesst, dann bin ich auch nie tot. Weil dann bin ich immer bei euch. Wisst ihr? Und meine Oma ist vor ein paar Jahren gestorben und ich werde meine Oma einfach niemals vergessen. Sie wird immer mit mir kommen. Ich habe natürlich nicht so viele Erinnerungen an meine Oma, weil ich noch nicht so alt war und so. Und ich natürlich auch nicht so viel von meiner Oma mitgekriegt habe, weil ich halt auch noch jung war. Aber ich werde sie niemals vergessen. Ich werde sie immer als das in meinem Herz tragen, wie ich sie kennengelernt habe und wie ich sie in meinem Herzen habe. Und deswegen wird Oma, ich liebe dich und du wirst verfickt nochmal auf diesem Planeten für immer und ewig bestehen, solange ich hier bin. Ja? Solange ich auf diesem Planeten stehe, steht meine Oma hier auch. Fertig. Und deswegen bin ich gar nicht, also natürlich ist es immer traurig, dass man den Menschen nicht mehr sehen kann, aber das passiert. Aber ich werde glücklich und ich werde in meinen glücklichen Momenten an meine Oma denken und in meinen nicht so glücklichen. Und so muss man das halt mit jedem Verlust irgendwie regeln. Und ja, deswegen, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, aber ich weiß nicht inwiefern. Aber irgendwie wird unsere Energie noch weiter flowen. Und wenn es nur so Anstupser sind, die wir in irgendeiner Art und Weise durch irgendeinen Energiefluss an unsere Nachbleibenden geben und ihnen sagen, BÄM, steh auf und mach jetzt, werd glücklich, du Pisser. Mir geht's gut, ich trinke ein Bier mit Gott. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich hoffe, ich habe nicht ganz so viel Scheiße gelabert. Wenn euch der Part gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst zu bewerten. Tschüss.